Dieses Spiel weiß, wie man Aufmerksamkeit bekommt. Als würde es nicht schon reichen, seinen Titel Just Die Already, also Stirb doch endlich, zu nennen. Mit einer urkomischen Parodie von Hideo Kojimas Death Stranding sorgte das schwedische Entwicklerteam von Double Moose Games am 13. Juni 2020 für den Lacher des Summer Game Fests. Zu sehen war ein verlassener Strand voller toter Tiere und Gliedmaßen. Mittendrin ein klappriger alter Mann, der sich nackt an eine Wurst klammert. Mit dem eigentlichen Spiel hat das nur bedingt etwas zu tun, doch immerhin bleibt sich der ehemalige Entwickler des Goat Simulators treu und setzt auf Humor. Offiziell wird Just Die Already als lächerlich blutiges und auf unberechenbarer Physik basierendes Sandbox-Survival-Abenteuer angepriesen. Ihr spielt dabei einen Rentner in einer Zukunft, in der es keine Kinder mehr gibt und die faulen Millennials keine Lust mehr haben, eure Rente zu zahlen. Also fliegt ihr aus dem Altenheim und müsst euch fortan den Gefahren der großen, weiten Welt stellen. Doch eigentlich ist Just Die Already vor allem eins: ein Absurditätenkabinett. Wie der Titel vermuten lässt, nimmt sich das Spiel absolut nicht ernst. Ihr bewegt euch alleine oder online mit 3 Mitspielern über die Map und versucht, möglichst viel Chaos zu stiften und euch dabei nicht erwischen zu lassen. Gefahren lauern jedoch an jeder Ecke. Euer gebrechlicher Körper ist schließlich nicht mehr allzu fit. Eine falsche Bewegung und es brechen sämtliche Knochen. Zusätzlich will euch die ganze Stadt ans Leder. Da hätten wir zum Beispiel aufgebrachte Mitbürger und das Sicherheitspersonal, wild gewordene Riesenfische, rasante Autofahrer und auch die Online-Kumpanen sind euch nicht immer wohlgesonnen. Um diesen Wahnsinn halbwegs zu überstehen, stehen euch allerlei verrückte Waffen und Gegenstände zur Verfügung. Mal setzt ihr euch mit Lichtschwertern zur Wehr, schießt euch den Weg mit einer Bananenshotgun frei oder schickt hartnäckige Störenfriede mit Heliumballons gen Himmel. Eigentlich gibt es fast nichts, das es nicht gibt. CEO und Game Designer Armin Ibrisagic hat mir verraten, dass alle Mitarbeiter völlige Freiheit haben und ins Spiel einbauen können, was sie wollen. Selbst die Audio-Crew und alle, die nicht direkt in das Game Design involviert sind. Dementsprechend abwechslungsreich gestaltet sich auch die Map und es verstecken sich jede Menge Geheimnisse und Easter Eggs. Falls ihr irgendwann vorankommen und auch etwas erreichen wollt, statt immer nur die Sau rauszulassen, Just Die Already kann tatsächlich durchgespielt werden. Ihr müsst nur alle Herausforderungen meistern und euch so Pensionstickets für eure kostenlose Pflege sichern. Hinter all dem Unsinn steckt aber auch eine Botschaft, die die Entwickler von Double Moose Games mit einer guten Prise Humor an uns weitergeben wollen. Kümmert euch um eure Großeltern und behandelt die alternde Bevölkerung mit Respekt. Ja, ist irgendwie angekommen. Auf die Frage, wann Just Die Already denn endlich erscheint, antwortete Armin mit den Worten: Wir werden das Erscheinungsdatum schon bald bekannt geben. Der Sommer 2020 gilt als gesetzt, allzu lange wird es also nicht mehr dauern.